zentraler Stelle, was ich nicht tun muss, dann kann ich jetzt zum Beispiel den Button aktualisieren. So, das heißt, ich hole mir hier aus dem Text den Wert und schmeiße den auf den Titel des Buttons. Mal probieren, ob es geht. Das war schon mal falsch. Jetzt kann es sein, dass ich das vertauscht habe. Ich muss das mal gerade probieren. Eigentlich denke ich, das ist richtig. Ich habe es aber schon nochmal vorbereitet. Ich hole das mal gerade einmal hervor. So, jetzt habe ich hier mal die richtige Version, die funktioniert wohl. Ich habe mich also hier verschrieben. Also, ich registriere mich am Objekt selbst für den Farbtext, der hier oben abgebildet wird, also meine Variable ist zugreifbar über die Zugriffsmethode, also über den Getter letztendlich, Text. Und damit horche ich sozusagen an dieser Methode, wenn die gesettet wird oder gegettet. Also uns interessiert ja das Setten. Das heißt, ich kann quasi an allen möglichen Properties, die ich habe, verschiedene Events anmelden. Ja. Also um das nochmal klar zu machen, die Magic ist sozusagen an zwei Stellen. Das eine ist, ich habe hier eine Variable, die einen neuen Wert erhält. Und diese Variable kann ich natürlich über ihren Namen aufrufen oder über ihren Getter und Setter. Der Getter und Setter steckt in dieser Zeile. Also read-write sagt, dass sowohl ein Getter als auch ein Setter zur Verfügung steht. Und dadurch gibt es ein Setter, setText, und ein Getter, der text heißt, ohne get. Und gibt es eine Namenskonvention oder wie kommt man zu Text, dass der... Das ist eine Namenskonvention, die bei Objective-C halt benutzt wird. Man stellt diese Accessor so zur Verfügung, dass die halt ohne M oder ähnlich geschrieben werden. Das ist deshalb so, damit man eben diese Keypaths benutzen kann, damit man da nicht M Unterstrich hinschreiben muss oder damit das sowohl für den Getter als auch für den Setter funktioniert. Der zweite Teil für diese Methoden ist das hier. Das heißt, diese Getter und Setter werden synthetisiert. Ich könnte die auch per Hand hinschreiben. Das würde dann so aussehen. Ups. SetText. Und dann muss ich hier m-text mit dem Wert. Okay.
einkleiden. Das wäre der Setter und der Getter wäre Text. So. Das tut genau das. Also das Synthetisieren meint, erzeuge mir diese beiden Methoden. Die kann ich veranschreiben, das ist einfach bloß eine Hilfe, die mir das Programm oder der Compiler abnimmt. So, jetzt starten wir das mal. Wie gesagt, hier, wenn die Applikation fertig gebaut ist, dann wird diese Methode aufgerufen standardmäßig und dann ändere ich den Textwert. Ach, die muss ich nicht irgendwo anmelden, das reicht, wenn ich die einfach hinschreibe, dann wird die automatisch. Genau. Okay. Also wie der Name hier sagt, wenn die Applikation fertig ist mit Instanzieren der Objekte etc., dann wird sie aufgerufen. Das heißt, jetzt, wo wir den Observer registriert haben, sollte sich der Button-Text geändert haben und zwar in die Signatur der Methode hier unten, einfach als Beispiel. Ich kann auch was anderes reinschreiben, wenn das plausibler ist. Dafür hätten sie einen Scrollern. Falsche Taste. Da. Relevanz. So, das heißt, dieser Mechanismus, dass ich mich registriere als Observer und dass ich dann diese Benachrichtigung auch auffange und dann irgendwas mache, ja, erlaubt mir, diese beiden Objekte zu verbinden, ohne, ja, die sind ja an sich getrennt, also es ist ja ein Button auf der UI und das ist ein Text, den ich als Name habe. So, zweite Möglichkeit, wenn ich, da gehe ich mal auf die Folien. Zweite Möglichkeit sind Bindings. Das ist eigentlich ähnlich. Der Unterschied ist, dass ich eine direkte Verbindung aufbaue und nicht so eine Benachrichtigung bekomme. Also bei der Benachrichtigung habe ich ja sozusagen die Möglichkeit, noch was zu tun. Ich könnte den Text erweitern oder die Zahl variieren und plus 1 rechnen oder irgendwas. Bei diesem Binding sind die sozusagen direkt verbunden und ich habe einfach eine ständige Verbindung.